Hallo und damit willkommen zur fünften Folge von Zelda BOTW. Und das erste Mal, dass ich BOTW sage. Und wir haben in der letzten Folge, waren wir bei der vergessenen Zitadelle. Nee, wir waren in der letzten Folge hier im Krötenteich, Wald der Seelen, haben hier drei Crocs gefunden und sind dann zur Zitadelle, haben da nochmal einen Croc gefunden und haben die Information des Königs, des alten Mannes erfahren, was denn hier so vor 100 Jahren passiert ist. Und damit ist es auch ganz offiziell, Link ist über 100 Jahre alt. Und in dieser Folge begeben wir uns nach Hyrule. Was ich eigentlich schon in der letzten Folge machen wollte, aber dieses Mal gehen wir wirklich nach Hyrule. Also waren wir eigentlich schon vorher, aber jetzt gehen wir in die große, weite Welt von Hyrule. Königreich Hyrule. Und wir begeben uns als erstes zu diesem See, denn ich weiß sehr gut noch, dass hier eine nicht erinnert. Doch. Nee, ja, jein. Hier müssen wir nochmal hin. Aber ich weiß noch, dass hier eine Kiste ist, die ein besonderes Kleidungsstück, besonderen Gegenstand beherbergt. Und zwar haben wir hier Majora's Maske. Eine Maske aus fernen Zeiten. Sie hilft dem Träger, sich vor den meisten Monstern zu verstecken. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Und diese Maske kann uns irgendwann mal von Vorteil sein. Definitiv, weil halt unseren keine Monster mehr angreifen. Und die Stelle sieht sass aus. Ey, perfekt. Noch ein Croc weniger, den ich nachgucken muss. Was sich jetzt so anhört, als würde ich alle Crocs machen. Nein, das ist nicht mein Ziel, was ich bereits am Anfang gesagt hatte. Aber ich will ungefähr so viele Crocs machen, dass ich meine gesamten Taschen verbessern kann. Das sind aber auch ein paar hundert. Dann haben wir hier noch ein Gegnerlager. Wir müssen sogar in die... Ach du Scheiße, ist das weit weg? Ich dachte, das wäre hier. Naja. Wir müssen Richtung... Wobei, das Gegner... Ich lasse es mal in Ruhe. Wir müssen hier sowieso nochmal hin. Da können wir die ja dann nochmal töten. Und es fängt an zu... Nee, doch nicht. Na ja, doch, es regnet. Komisch. Aber der Wetterbericht zeigt keinen Regen an. Gut. Wetterbericht ist ja nicht verlässlich. What the fuck? Was war das? Octorok. Octorok. Dann komm hoch. Und friss das. Und da haben wir ein Octorok-Tentakel. Unverwechselbares Anhängsel eines Octoroks. Der Tentakel ist zu bitter, um ihn zu essen, wird aber zur Zubereitung von Medizin hochgeschätzt. Naja, besser als gar nichts. Und ein Ausdauerbarsch. Ein Hyrule-Barsch, der ein sehr langes Leben hinter sich hat. Als Kochzutat füllt er deine Ausdauer vollständig aus. Also ist es quasi ein normaler Hyrule-Barsch, der halt einfach... Das ist noch so ein Octorok. Alt ist. Also richtig alt. Ich weiß nicht, wie alt wird normalerweise ein Fisch. Das ist, glaube ich, unterschiedlich, oder? Wie alt Fische werden. Kann dieser Octorok uns mal in Ruhe lassen? Geflügel. Frisches Vogelfleisch enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor dem Essen zubereitet, schmeckt es besser. Ne. Voll daneben. Na, dann lasse ich den in Ruhe. Der wird sich schon wieder einkriegen. Hab jetzt keine Lust, dem hinterher zu rennen. Da kann man drauf verzichten. Und dann haben wir hier nochmal einen Vogel. Bevor jetzt irgendwelche Veganer oder Vegetarier kommen. Ich würde niemals ein echtes Tier töten, aber hier schon, weil erstens, diese Tiere hier haben hundertprozentig geile Gefühle, denn sie sind nur in einem Spiel vorhanden. Und man kann das Töten von echten Tieren in der Welt nicht mit dem Töten von Tieren in einem Videospiel vergleichen. Das geht einfach nicht. So, und der Ausweichkonter zum ersten Mal, und diesmal wird dieser Moblin rasiert. Wobei, ich glaube, der hat keinen Bart, aber das ist ja egal. Er lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr.
Ein Moblinhorn. Dieses Horn hat einmal einen Moblinkopf geziert. Ja, der Rest ist ein Stoßzahn eines besiegten Moblin. Na, zu spät. Und da ist ein Schrein. Endlich. Im letzten Part gab es nämlich keinen Schrein, weil wir im dritten Part ja die letzten zwei Schreine auf dem vergessenen Plateau abgeschlossen haben. Und der Moblin ist auch beseitigt und gibt uns noch mal ein paar Materialien. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns einfach zu diesem Schrein und machen den. Wobei ich sagen muss, ich habe bei diesem Schrein nie Lust auf ihn. Nie. Liegt einfach nur daran, dass ich so schnell wie möglich immer nach Kakariko möchte. Aber das ist leider nicht möglich. Also schon, aber ich will halt auch nicht mit der die Hauptstory jetzt einfach nur durchrushen und nichts nebenbei machen, weil ja, das ist dann auch nicht so besonders. Das ist dann ja auch nichts Interessantes. So. Eisschleim explodiert in einer Kältewolke, wenn sie besiegt werden. Vom Winde verweht. Ich spreche den Namen des Schreins bewusst nicht aus, weil ich kann das nicht aussprechen. Das ist mir zu schwierig, es auszusprechen. Das kriege ich nicht hin. Ein Bernstein. Bernstein, ist das nicht auch Nachname? Okay, es gibt noch mindestens eine Truhe in diesem Schrein. Aber wo? Oh, das war knapp. Das war. Oh. Die Truhe. Verdammt. Die Truhe, bei der ich keine Ahnung habe, wie man sie nun holt. Weil so ist es schon mal nicht. Wie holt man diese Kiste? Bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Vielleicht von hier oben? Oh, ja, hat geklappt. Dafür mache ich Platz. Oh, dann schmeiße ich gleich das weg, wenn es schon fast kaputt ist. Das ist eh zersprungen. Na, ich will die Kiste öffnen, Link. Öffne sie doch. Mit deinem Schika-Stein. Der Soldaten-Zweihänder. Ist im Ende das gleiche für wie Soldatenschwert halt nur als Zweihänder. Und etwas stärker. So. Und dann wäre dieser Schrein auch abgehakt. Und damit haben wir bereits 5 von 120 Schreinen geschafft. Ob ich mir das so gut überlegt habe, alle 120 Schreine zu machen und die Mindestanzahl an Crocs, die man für die Waffen, für die Taschenerweiterung braucht. Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es manche Schreine gibt, die nicht so einfach zu machen sind. Naja, ich habe immerhin 5 Schreine und 7 Crocs. So viele Crocs hatte ich zu dem Zeitpunkt im Spiel noch nie. Ich bessere mich. So. Ich dachte gerade, ich bekomme jetzt irgendeine Nachricht. Ah, jetzt bekommen wir auch die Aufgabe, die seltene Maske, EX-Teleportation, die seltene Maske. Haben wir die nicht schon? Die Ur Oh, das könnte die uralte Maske gewesen sein. Jetzt bekommen wir alle Nebenquests. Genau, die uralte Maske haben wir schon geschafft. Das Feengewand. Ja, jetzt kommen die ganzen Aufgaben durch. Die Krone der Schatten. Die Krone von Midna. Geisterhafte Rüstung. Das Ende ist nah. Antikes fürs Pferd. Die Leibwache. Mütze des Händlers. Helm des Usurpators. Boah, es ist auch mal fertig, ihr Scheiß drauf. Ich weiß nicht. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Was? Ah, wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du?
Naja, im Grunde ist es ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Das kenne ich irgendwoher. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im gesamten Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all diese verlassenen Schreine zu leuchten an. Ich weiß, was das. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz des Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir auch ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Ja, hat mir ein alter Mann erzählt, ein toter alter Mann. Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Naja, also die sind ganz schön komischer Krug, wenn dann. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusion. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Xenoblade Chronicles 2. Okay, der ist irgendwie ein komischer Dude, finde ich. Also, der Wächter da drüben, ich glaube, der sieht so aus, als ob der sich nicht mehr bewegt. Aber wir lassen ihm einen glauben, er würde sich noch bewegen. Irgendwann. Wer es glaubt, wird selig. Naja. Hier haben wir nochmal einen kaputten, da kriegen wir eine antike Schraube. Und ich habe da gerade einen Oktorok im Wasser gesehen. Dem gehen wir natürlich getrost aus dem Weg. Das ist wahrscheinlich auch das Beste. Was ist denn da? Riesig. Oh, ein Turm, ein Turm, noch ein Turm. Oh Gott, da muss man wieder hochklettern. Oh Gott. Es wird Zeit, dass wir endlich zum Dorf der Orni kommen. Weil wir waren noch nicht mal in Kakariko. Also. Oh, ein Pilz. Pilzi. Pilz, Pilz. Oh nee. Pilz. Pilz. Stein! Und nebenbei die Krogblume mal so. Oh, Schleichling. Ja, Schleichglöckchen. Schleichling war der Pilz. Eine Blume, die in den Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nacht gibt sie ein schwaches Licht ab. Als Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Oh, bitte, warum gibt es das nicht in echt? Das wäre manchmal echt praktisch. Als Kind wäre das echt praktisch gewesen. Aber, wo ist die Blume hin? Friss das. Die Blume. Ach, da. Ich habe nur diesen Flederbeißer gehört. Da habe ich meinen Fernseher echt lauter. Nö. Und der nächste Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Ein Krogsamen. Ja, gib mir deine Kacke. Danke. Oh, da ist ein Wall. Und Vögel. Volltreffer, jawoll. Wenn das in echt funktionieren würde, oh Gott, zum Glück klappt das nicht. Also, seit Zelda Tears of the Kingdom habe ich Angst, in einen Wald zu gehen. Weil da ja die Bäume sich bewegen. Hier tun sie das zum Glück nicht. Bin ich ein bisschen froh drum. Ein Schleich, jetzt haben wir einen Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet, als Kochzutat steigern die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Da ist jemand. Da ist jemand. Gehen wir mal zu dem hin. Sind es nicht. Ist noch jemand? Hallo? Wer ist da? Hallo? Sei gegrüßt, Reisender. Setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Waren selbst im Wald zusammensuchen. Sicher. Sicherer ist es natürlich, einfach Reisenden wie dir Waren abzukaufen.
Kannst du nicht zufällig irgendwas Seltenes für mich? Ja, komm. Gucken wir mal, was wir so für ihn haben. Ich kann dir ein Herz anbieten. Oder ein Glühwürmchen. Oder Zähne. Na komm. Wir verkaufen mal die Rhodonide. Rhodonite. Ja, das reicht. Nein, danke. Nichts weiter. Danke, dass du mir etwas deiner kostbaren Abenteuerzeit opferst. Sogar an den Straßen lauern Monster, deswegen ist es gefährlich, im Wald nach Dingen zum Verkaufen zu suchen. Sei besser vorsichtig. Das sagt mir der, der hier am Rand eines Waldes an einem Hügel, Gesteinsbrocken, sein Lager aufgeschlagen hat. Also, den muss man auch nicht verstehen. Oh, ein Hyrule Pilz. Die Menschen in Hyrule sind schon komische Leute. Oh la la, was haben wir denn da? Nicht getroffen, naja, dann lasse ich ihn gehen. Ich will mal nicht so fies sein zu den Bewohnern. Vor allem Bewohnern. Ein Hirsch ist ein Bewohner von Hyrule. Ein Lebewesen in Hyrule. Sage ich in dem Moment, wo ich gerade zwei Flederbeißer die Seele entrissen habe. Und du gehst jetzt schwimmen. Ah, es ist immer wieder schön, die schwimmen zu sehen. Das macht das. Da geht's einem doch gleich viel besser. Link, was machst du? Ich habe mir vorgenommen, nicht zu schreien, nicht zu fluchen, was lustig werden kann. Spätestens bei der vorletzten Hauptquest vor dem Bossfight bei der Ballade der Recken kann es lustig werden. Weil die ist verdammt scheiße. Wobei, bis wir die machen, haben wir wahrscheinlich schon alle 100 Schre 120 Schreine. Dann sollte das kein Ding mehr sein. Voll den Fuß abgehackt. Schon ein bisschen brutal. Oh, das muss wehgetan haben. Das muss richtig wehgetan haben, also so richtig. Weil der hat das Schwert ja volle Kanne in seine Gesicht, in seine Fresse bekommen. Na, komm her. Wer hat die stärkere Waffe? Ich glaube, das bin ich. Was willst denn du jetzt? Na, wenn die nicht kämpfen wollen, dann lassen wir sie in Ruhe. Nicht wahr? Oh, Link, was machst du? Du sollst fliegen und nicht runterspringen ins Wasser. Wir sind am Turm der Zwillingsberge angekommen. Bumm. Und da haben wir eine Kiste. Kiste? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kiste und Truhe? Ist eine gute Frage eigentlich. Was ist der Unterschied zwischen einer Kiste und einer Truhe? Ich habe keine Ahnung. So, auf den Turm der Zwillingsberge. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ich kriege die Krise. Ich bin schon einmal wo runtergefallen und bin dann gestorben. Und das war im dritten Part, glaube ich. Ne, im zweiten. Im zweiten. Das war bei der Hütte des alten Manns zum Schrein auf dem Plateau, der schon am Rand des Schneegebiets war. Nicht der, der im Eis, sondern der andere. Und das war ja auch maximal ärgerlich. Chica-Stein erkannt. Turm wird aktiviert. Datenübertragung beginnt.
Eine Karte der Umgebung wurde erneut hinzugefügt. Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Der Shika-Sensor Schreine suchen. Wenn du dich Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus, geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Drücke auf dem Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Perfekt. Das macht es ein bisschen einfacher. Bringt halt nur bei manchen Schreinen nichts, weil manche Schreine sind nicht zu finden. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Ja, das habe ich doch gerade eben schon erwähnt. Und jetzt springen wir hier runter. Und der Sensor schlägt bereits aus. Bleib mal hier oben. Das ist entspannt. Ich glaube, da drüben ist nichts so Besonderes. Außer halt ein komischer Mensch, aber Reisende sind in dem Spiel sowieso ein bisschen gefährlicher. Weil du weißt halt nie, wann ist es ein Böser und wann ist es ein Netter. Deswegen, naja. Da ist irgendwas im Wasser. Dem möchte ich. Ah, oh, schreien! Dem möchte ich sagen. Sag mir jetzt nicht, man hat die Bahn gehört, die gerade hier vorbeigefahren ist. Oh, ich hoffe nicht. Es wäre echt ärgerlich. Die fahren halt auch alle 10 Minuten. Unser nächster Schrein. Im Takt. Ja, okay, der Schrein geht noch. Es gibt Schlimmere. Auf diese Plattform zu warten ist aber nervig. Vor allem, wenn man dazu noch Hunger hat, dann ist es noch schlimmer. Naja, man kann ja nicht alles haben. Plattform lau, geh mal schneller, ey. Das war zu viel. Perfekt. Kugel. Schneller, schneller, schneller. Na, geht doch. Oh, nee, da oben ist eine Truhe. Och nee. Etwas, worauf ich gar keinen Bock habe. Kisten. Lust drauf. Perfekt. Nein! Verdammt. Kann ja mal passieren, dass man da runterfällt, weil die Plattform verdünnisiert sich einfach. Ich sollte was essen. Ich habe nicht mehr. Wobei ich esse jetzt nichts, weil ich bekomme voller Herzen, wenn ich diesen Schrein verlasse. So. Dann haben wir hier diese Fässer und müssen die hier hinten drauflegen und kommen dann hier oben an die Kiste. Und da haben wir das Kletterkopftuch. Geil. Perfekt eigentlich. Könnte dieses Fass da bitte verschwinden, wäre das möglich? Oh Mann, kann ich von hier oben da hoch? Nein. Nein, 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 nein. Das war knapp, das war knapp. Na komm, na komm. Kann ich das mit Stasis einfrieren? Ja. Das heißt, dann mache ich das einfach so. Aber nicht gegen die Laterne. Sollte doch eigentlich reichen. Nein, 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 nein. Ach, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Hätte ich die Bombenfalle ja gar nicht verschwenden brauchen.
Das wusste ich nicht. Daran konnte ich mich nicht erinnern. Komm mal, bitte red nicht so viel und gib mir einfach diese Kugel da. Danke. Ja, halt die Klappe. Ihr redet eh alle das Gleiche. Auf geht's, weiter. In Richtung Kakariko. Warum ich diesen Baum, diesen... What the fuck, noch ein Schrein? Oh Gott, wie viele Schreine gibt's denn hier? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass es so viele Schreine waren. Und dieses Monster. Jetzt bin ich ehrlich froh, dass ich das Spiel nicht im Master-Modus mache, weil im Master-Modus weiß ich, dass es hier einen extrem starken silbernen Gegner gibt und die sind mir ein bisschen zu stark. Oh, geil, Moblin-Herz, perfekt. Geil, Moblin-Herz. Also ein Herz würde ich jetzt nicht als geil betiteln, aber oh, das Huhn schlägt, es schwimmt jetzt, naja. Passiert. Und hier hoch. Und eine weitere Monsterkiste. Nicht schlecht. Was schmeiß ich weg? Den Moblin-Knochen. Den Bockblin-Knochen, nicht Moblin-Knochen. Den brauche ich nicht. So. Und weiter geht's. Es regnet. Und es regnet sogar mal wirklich. Da komme ich hin. Oh, ein Stall. Hier nice. Und da ist der Schrein. Der gottverdammte, dreckige Schrein. Der Hayudama-Schrein. Wer auch immer diesen Schrein entworfen hat, ist nicht normal. Aber damit wir mal unter 30 Minuten kommen, würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Wir haben halt. Wir haben jetzt halt nur ein bisschen was hier gesehen und ja, war halt eine reine Reisefolge und ja, in der nächsten, oh hier ist Kakariko, in der nächsten Folge werden wir dann den Stall hier machen, den Schrein und natürlich nach Kakariko aufbrechen. Ich würde sagen, das war's für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge, haut rein und ciao, Leute!